Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video. Und ja, ihr wolltet ja ein weiteres Reaction-Video sehen. Und ja, ich habe mir mal ein Video rausgesucht und ich habe es noch nicht gesehen. Ich hoffe, es wird auf jeden Fall witzig. Also der Titel lässt auf jeden Fall einiges versprechen, genauso wie das Thumbnail. Und ja, es handelt sich um ein Video von Unge. Laut Titel geht es um einen Eye-Tracker. Weiß nicht genau, ob er jetzt selber einen Eye-Tracker hat oder ob er irgendwo ist und das Teil testet, keine Ahnung. Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall verspricht so ein Teil auf jeden Fall sehr lustig zu werden. Und ja, ich weiß ja nicht, falls ihr es nicht kennt, ein Eye-Tracker ist ja im Prinzip ein Gerät, wodurch man halt sehen kann, wo eine Person hinschaut. Also in dem Fall dann halt unbedingt, denke ich mal. Wir schauen uns das Video einfach an und dann gucken wir einfach mal, was passiert. So, Cam erstmal kleiner machen und dann wechsle ich mal eben auf Unge. So, okay. Kopfhörer. Muss ja was hören. Alles klar. So. Dann würde ich sagen, Vollbild. Ich will ja was sehen. So. Und los. Eye-Tracker Challenge, ja, sobald ich einen Eye-Tracker habe, der ist auf dem Weg. Warte, ich kann mal ganz. Okay, ganz kurz Stopp. Wir gucken sofort weiter. Was ich vergessen habe, Leute, auf jeden Fall in der Videobeschreibung nachgucken. Dort ist Unges Kanal auf jeden Fall verlinkt. Sehr cooler YouTuber, gefällt mir sehr gut. Wir schauen weiter. Amazon gucken. Oh mein Gott, da steht zugestellt heute? Hä? Sekunde, ich dachte, es dauert noch ein bisschen. Warte mal ganz kurz. Das hier habe ich mir gekauft. USB-Verlängerungskabel, weil das nicht so ein langes USB-Kabel hat. Und diesen Eye-Tracker von Tobi. Und das ist dieser Eye-Tracker, wo man halt dann sieht, wo die Augen sich befinden, ja? Die Sache ist, da steht zugestellt heute. Das wusste ich gar nicht. Es ist momentan ganz normal. Bei uns gerade aktuell fahren selber Amazon-Lieferanten. Also kommt nicht mehr mit DHL oder mit DPD oder UPS oder so. Nein, Amazon liefert selber. Und die Zusteller sind einfach scheiße. Sorry Leute, falls ihr das seht, aber die schmeißen die Pakete einfach vor die Haustüre, klingeln nicht mal, holen keine Unterschrift und entweder das Paket kommt an oder es ist weg. Und Amazon interessiert es nicht. Mir ist es selber auch schon passiert mit Teilen meines neuen PCs und es ist halt sehr ärgerlich. Ne? Würde mich nicht wundern, wenn das bei Unge auch passiert ist, aber wir gucken mal. Ich muss mal ganz kurz fragen, ob irgendein Paket angekommen ist. Sabine? Kannst du das Paket geben? Steht neben mir? Ach so, hier? Lol! Leute, der Eye-Tracker ist wirklich da. Woher wusstet ihr das? Leute im Chat haben geschrieben Eye-Tracker und ich habe gesagt, ja, der kommt erst. Leute, der ist heute angekommen. Okay. Wir könnten heute auf spontan eine Eye-Tracker-Challenge machen. Tja, moin! Hä? Ja, wollt ihr euch jetzt antun, wie ich das Ding installiere? Nein, ja, nein. Wir werden es gleich machen. Also das hier ist der Eye-Tracker. Wir werden es gleich mal machen. Die Leute, die gerade geschrieben haben, Eye-Tracker, woher, also habt ihr es einfach so geschrieben oder wusstet ihr, dass mein Paket angekommen ist? Seid ihr die heftigsten Stalker, die ich kenne? Oder was geht ab bei euch? Er baut das Ding jetzt nicht tatsächlich ein, oder? Während wir zuschauen, oder? Ich mache jetzt den Eye-Tracker rein, Leute. Ich mache jetzt den Eye-Tracker rein. Ja, in der Zeit, wo ich den Eye-Tracker reinmache, müsst ihr ganz kurz euch gedulden. Also das hier ist der Eye-Tracker. Diese Stange. Die klebt man unter den Bildschirm. Wenn das hier drunter hängt. Oh, das. Ach so, da brauch gar nicht kleben. Das ist eine Magnethalterung. Der Monitor ist ja aus Metall. Leute, das hält einfach so. Das hält einfach so. Wie geil. Okay, ich kann es so reinmachen. Mega Ehre. Dann soll ich Katja angucken schreiben, Leute. Eye-Tracker ist angeschlossen. Das ging schneller. Was? Katja? Katja? Moment. Gucken, wie ich den Eye-Tracker Katja? Der meinte sich Katja Krasavice, oder? Ja, genau. Am besten direkt hier, wie heißt der Song nochmal? Hier dieses. Wie heißt das nochmal? Sextape, genau, das wäre jetzt das Perfekte für eine Eye-Tracking-Challenge, ohne Witz. Installiere. Und dann könnt ihr genau so hinkommen, das Katja wieder von mir aus an. Warum sind meine Augen nicht super da? Idee. Ja, ich will es anhaben, aber warum sehe ich es nicht? Also warum sehe ich diese Augen nicht? Gaze Trace, was ist denn Gaze Trace? Ah! Guck ich ihn auf die Stirn. Jetzt guck ich auf den Mund, jetzt guck ich aufs Ohr. Jetzt, ja, ach so, okay. Jetzt habe ich es gerafft. Dieser Knubbel hier, dieses Ding, das sind meine Augen. Ja, okay. Hey, wie geil ist dieses Teil? Ich finde es mega, ey. Wie hieß das? Tobi Eye-Tracking? Ich glaube, man muss da selber gucken, ne?
Nee, komm mal später. Alles klar. Das bringt Reaction so auf ein neues Level, schreibt mir im Chat. Okay, alles klar. Sieht echt cool aus. Okay, was sollen wir eingeben? Sollen wir erstmal Katja Krasavitsch eingeben? Was Spaß? Katja Krasavitsch. Valentinstagstrip. Ich bin's wieder eure Katja und hier. Okay. Okay, alles klar. Okay, noch ich läuft. Ich muss versuchen. Oh, Moment, warte. Gesicht natürlich zu gucken. Shit. Ich bin ja direkt vor Unge. Geht ja gar nicht. Ich bin ja nicht Unge, ne? Moment, ich muss da eben. Da bin ich tatsächlich vor Unge. Moment. Oh, warte, wenn ich mich so hinsetze, Moment. So. Warte mal, ein bisschen zurückspulen. Wo war das? Wo geht's los? Hier ist er unten, okay. Moment. Also, so. Okay. Axtrip. Ich bin's wieder eure Katja und hier hinten. Okay, alles klar. Ich muss versuchen, aufs Gesicht natürlich zu gucken, ja? Nein, war natürlich schon Scherz, wir machen hier kein Playback. So, dann schiebe ich mich jetzt mal einfach hier an die Seite. So. Hey Unge, alles klar, wie geht's da drüben? So, okay. Nochmal ein Stück zurück. Wo waren wir? So. Da, Vietsche. Valentinstagstrip. Okay, alles klar. Ich muss versuchen, aufs Gesicht natürlich zu gucken, ja? Und nicht einfach auf die Busen, Leute. Ist ja klar, sowas macht man. Nee, sowas macht man nicht, Unge, hallo? Alles klar, Katja, guck mir in die Augen. Alles klar. Oh mein Gott, jetzt wisst ihr immer, wo ich hingucke. Oh mein Gott, ist das krass. Moment, jetzt wisst ihr, wo ich hingucke. Ist das nicht eigentlich Sinn und Zweck eines Eye-Trackers? Dass man weiß, wo der andere hinguckt? Aber cool. Ich bin gespannt. Ich will da nicht. Oh mein Gott, das Gehirn funktioniert nicht anders. Da guckt man automatisch hin. Ich will da nicht hingucken. In die Augen gucken, let's go. Ich bin mitten in der Aufnahme. Oh. Ja, na ja, gut, Digga. Ja, die weiß doch, dass ich ein Video mache, danke. Oh, Scheiße. Naja, jetzt seid ihr live dabei. Ja, ciao. Okay, das passiert natürlich, wenn man aufnimmt und es ist noch nicht abends und die Kinder liegen noch nicht im Bett. Dann bekommt man einfach mal. Moment, könnt ihr das sehen? Nein, wir gucken uns das erste Video an, das ist gerade lustig. Danach geht es sofort Pfannkuchen essen. So, okay, alles klar. Jetzt. Geil, mitten in der Aufnahme. Na gut, egal. So, weiter geht's. Oh mein Gott, wenn sie dann auch hinpasst. Ey, das ist so. Ich hab mir jetzt gar nicht aufgefallen, wie oft man auf Titten schaut. Alter Schwede, oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Das ist unser Übungsvideo, Leute. Das ist unser Übungsvideo. Und danach gucken wir eine richtige Challenge. Das ist das Übungsvideo? Was ist das für ein Übungsvideo? Also, was guckt ihr denn danach? Ein Porno? Was willst du denn noch gucken? Das ist ein Übungsvideo? Okay, ich bin gespannt. Wenn wir es dann schaffen, sind wir krass. Okay, das ist unser Übungsvideo, okay? Let's go. Da ich jetzt hier auf YouTube bin, habe ich Leggings an, aber trotzdem geil. Und natürlich brauche ich dazu noch einen Mann. Und dann zeige ich euch mal, wie man so... Oh mein Gott, meine Augen, die gehen automatisch runter. Ich kann nichts dafür. Oh mein Gott, ich kann nichts dafür. Nein. Leute, es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Meine Augen gehen automatisch dahin. Ich will da gar nicht hingucken. Oh mein Gott, das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, komm, ins Gesicht gucken. Katja ist eine starke Persönlichkeit. Ich schätze dich für deine inneren Werte. Let's go. Wenn du es dir länger einredest, stimmt es vielleicht irgendwann. Mann oder deine Affäre oder die Person, der man was schenkt mit zu meinem Dienstag. Okay. Da ihr ja das Geschenk seid, beziehungsweise ich jetzt, stellt ihr euch auf den Tisch. Jeder hat einen Tisch zu Hause, will ich hoffen. Und der okay, wir machen jetzt eine Chance. Ich werde das Video jetzt noch so lange gucken, bis ich nicht mehr schaffe, in ihr Gesicht zu gucken. Und dann gehen wir zum Challenge-Video. Wie lange kann das bitte schon dauern, dass du nicht mehr in ihr Gesicht gucken kannst? Ich glaube, das Video wird kurz. Also zumindest, also ich meine, das Video geht jetzt auch ein bisschen hier unten, aber ich glaube, dass mit Katja jetzt wird nicht mehr lange dauern. Ich versuche jetzt so lange wie möglich in ihr Gesicht zu gucken. Let's go, oh mein Gott. Er setzt sich auf die Couch, er muss auf jeden Fall von unten nach oben schauen, damit er alles sieht, was man so hat. Und dann kann man verschiedene Bewegungen machen, einfach was. Okay, oh mein Gott, wir gehen auf ein Eye-Tracking-Video, wir gehen auf ein Eye-Tracking-Challenge. Oh mein Gott, Eye-Tracking.
Challenge. Eye-Tracking Challenge that one that you can't win. Ey, ich kann schon auch nicht aufs Thumbnail gucken. Oh mein Gott, auf. Okay, wir. Ich glaube, dieses Video wird nicht besser. Ihr seht das ja hier über mir, ne? Wo er gerade zuguckt, ne? Hier mit diesem Smiley hier oben da. Ich glaube, wenn ich das schon sehe, ich glaube, da wird es nicht besser jetzt, aber. Wir müssen 4 Minuten nicht auf Brüste und Ärsche gucken. Da haben wir gewonnen. Da haben wir es geschafft, Leute. Okay. Okay, warte kurz, Leute. Wir schaffen das. Let's go, wir schaffen das. 4 Minuten jetzt ins Gesicht gucken. Das ist die Challenge. Let's go. Respekt, hat schon lange durchgehalten. Yeah, she's got some nice long hair. She's a bad chick. Help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. Ja, die Katze guckt, das ist in Ordnung, weil die Katze hat auch Augen. Das ist in Ordnung. Ich habe auf die Katze geguckt. Ich glaube, wir schaffen das, Leute. Ich glaube, wir schaffen das. Wir schaffen ich glaub's das. Nicht. Okay. Ich glaub's nicht. Ich habe das Gefühl, wir können diese Challenge schaffen. Let's Nein. Go. Nein. Yeah. Okay, nee. Wir gucken mal, wie oft wir das nicht schaffen. Wir können im Spiel zählen. Oh Gott. Eins. Zwei. Drei. Ja, wo soll ich denn hingucken? Wo soll ich denn hingucken? Wo soll ich denn hingucken? Ich habe kein Gesicht mehr. Das ist unfair. Ich guck in ihre Augen, ich guck in ihre Augen, let's go, ich guck in ihre Augen. I want that body, baby, shine. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay, ich hoffe, es kommt nicht zu, Alter. Okay, das wird die nächsten Tage noch lustig. Ja, das hoffe ich doch. Also, mega. Richtig stark, ey. Ich bin echt gespannt, ey. Ich find die Idee schon cool. Mit diesem Eye-Tracking so Reaction-Videos zu machen, beziehungsweise halt in dem Fall halt so eine Eye-Tracking-Challenge, das ist eine geile Sache. Bisher wusste ich nicht mal, dass es sowas gibt. Also klar, Eye-Tracker sagte mir was, habe ich noch nie selber ausprobiert und so, aber dass es, dass es richtige Eye-Tracking-Challenges und so gibt bei YouTube, danach sucht man ja auch nicht, also wenn man so ein Ding nicht hat oder so, dann, aber geil. Also, allein schon, wir gucken mal, wir müssen 4 Minuten nicht auf Brüste und Ärsche starten. Zack, direkt innerhalb von 5 Sekunden, bam, direkt verloren. Aber Hammer, richtig geil, also richtig Hammer. Geiles Video, ehrlich. Also feier ich richtig. So, Moment, da wollen wir erstmal hier gucken. Aber Daumen hoch habe ich schon gegeben, sehr gut. Oh, heftig, ey. Wie geil ist das denn, ey? Hammer. Richtig geiles Video. Okay, Leute, auf jeden Fall Unges Kanal abchecken. Richtig, also wenn das wirklich die Tage noch weiterkommt, dann wird es richtig lustig werden jetzt die nächsten paar Tage. Ja, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, weitere Reaction-Videos, dann schreibt sie in die Kommentare, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut ihr rein und ciao.